Dann willkommen, man mag es kaum glauben, zurück auch an die YouTube-Leute. Wir haben ein wenig gelevelt. Man sieht es oben rechts, wir haben noch ein bisschen EP über und wir haben irgendwie 2 Millionen Geld. Das ist alles relativ egal. Kurzer Zwischenergebnis, wie weit wir gekommen sind. Wir sind hier. Und Scouts sind auf Max-Level, Trooper sind Max-Level und Engineers sind Max-Level. Lancer haben wir jetzt gerade mal auf Level 17, aber das ist okay. Apropos, sind die Sounds. Ist der Sound zu laut oder bilde ich mir das ein? Oder habe ich einen. Oh nein, ich habe mein Headset übel laut gestellt. Hoppala. Hoppala. Ja, genau. Was haben wir noch? Wir haben auch noch ein paar Sachen gekauft. Ne, haben wir nicht. Haben wir doch, haben wir nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich könnte mal Sachen kaufen, eigentlich, aber eigentlich auch wieder nicht. In sich, wir brauchen nichts von dem ganzen Zeug hier. Nein, wir machen das erstmal nicht. Wir kaufen erstmal nichts. Wir haben zwar mehr als genug Geld, aber wir kaufen jetzt gerade erstmal nichts. Ich will endlich mal wieder die Mission spielen, die wir erst ein einziges Mal gespielt haben. Kommt schon. Das müssen wir doch jetzt mal schaffen. Hier haben wir sie auch schon. Die anderen hatten wir alle schon. Auf geht's. Showdown at Nagia Part 1. View this episode, yep. Ich hoffe, soundmäßig ist das alles richtig so, wie es ist und überhaupt. Ich habe jetzt ewig kein Valkyrie. Ach, wir brauchen das uns eigentlich gar nicht anhören. Wir haben das schon mal angehört, ne? Im letzten Part. Für euch ist das jetzt. Oh, das ist ja der letzte Part gewesen. Für mich ist das 3 Wochen her. Also, wir sollen die angreifen. Genau, ich erinnere mich auch noch genau, wo wir gescheitert sind. You will notice there is a broad patch of no man's land between. Ja, wir müssen aufpassen, wo wir uns bewegen. If your intel is right, they have office, offsite long range rockets trained on the area. Okay, whatever. They can't hit you inside those trenches, but more or less the entire flatland area will be caught in the blast. Okay. We think the order to fire has been okay. If you occupy the right camp, you should be able to prevent any more rockets for coming in. Das ist natürlich sehr gut. Das wollen wir auch machen. Once you've stopped the rockets, the tanks can be deployed. Ja, danke schön. Wir haben keinen Code. Wir können keine Orders geben. Das ist das größte Problem. Das erste, was ich möchte. Ich möchte hier Marina haben. Direkt vorne rechts. Dankeschön dafür. Vorsichtshalber möchte ich hier ebenfalls einen Tech haben. Das wird wohl Herbert sein. Na, doch. Das wird leider Herbert sein müssen. Weil Dallas hat eine Desert-Energie und Ramsay brauchen wir gleich auf der drüben auf der Seite. Ja, was haben wir jetzt hier noch? Sollten wir hier noch einen Stormer hinstellen? Ich stelle mal Susi noch hier hin. Ich glaube, das reicht. Ja, das sollte reichen. Hier ist wichtiger. Hier ist ganz wichtig. Ich hätte gerne Alicia auf jeden Fall dabei. Ich hätte gerne Rosie hier dabei. Und ich hätte gerne Largo dabei für den Punkt. Und Ramsay. Dankeschön. Das wird das wichtigere Camp sein erstmal, das rechte. Und wir rücken aus mit 7 Mann, obwohl wir 8 Männer sein können. Ja, auf geht's. Wir hatten, wie gesagt, sind jetzt alle, also drei sind schon auf Level 20, die Lancer noch nicht, aber das werden wir auch schon irgendwie alles hinkriegen. Ja, die Valkyria wurde gesichtet. Das ist das größte Problem. Das wird ein großes Problem werden. Das wird ein arg großes Problem werden. Die Valkyria. Okay. Wir fangen an damit, dass wir mal eben kurz direkt uns eine Übersicht über die Map schaffen. Die Scharfschützen sind erst Level 11. Das muss ich auch nochmal kurz anmerken. Die sind erst Level 11. Das ist absolut nicht nett von dir. Scheiße, und schon habe ich Schaden kassiert. Jetzt kann ich auch nicht mehr aimen. Das ist schlecht. Ich werde Martina nochmal nehmen.
Einfach nur, um mir nochmal einen Überblick zu verschaffen. Marina, Du nicht kannst Martina, fliegen. Entschuldigung. Marina. Einfach, um mir einen Überblick zu verschaffen. So, da hinten ist ein Typ. Zwei, um ihn zu töten, das ist natürlich schlecht. Wo ist der? Und wo sind meine Leute? Meine Leute sind da hinten im Camp. Dem bringt mir nichts. Gatlin Bunker. Der Typ ist wichtig. Den würde ich gerne töten. Nein! Okay. Wir ziehen es einfach drauf an. Wir ziehen es einfach drauf an. Wir ziehen es voll drauf an, einfach jetzt komplett durchzurennen. Wir haben keine Order. Richtig, wir haben aufgepasst, wir haben keine Order. So, da ist der erste. Oh, ich hätte jetzt vielleicht nicht sie nehmen sollen. Egal, wird schon passen. Hey. Okay, wir haben keine, das ist halt echt ein Problem. Keinerlei. Oh shit, der trifft mich ja noch. Das ist schlecht. Oh Gott, das ist richtig schlecht. Shit, 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 shit. Verdammt! Okay, das wird noch schwieriger, als ich überhaupt angenommen hatte. Das ist echt problematisch. Wie bin ich denn das letzte Mal? Ich bin doch das letzte Mal einfach durchgelaufen. Ist das korrekt? Ich glaube schon. Siebzig zum Töten. Oha. Okay. Das ist ein Problem. Okay, das stellt sich gerade hier alles als schwieriger raus, als ich. Ich werde jetzt Alicia erstmal opfern. Das ist Crossfire, das ist schon mal super. Stopp, bevor du jetzt stirbst, bitte erst ihn töten. Zack. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Denn. Oh, ich kann mich zwar noch bewegen, aber hier hinter der Ecke ist der nächste Typ. Großes Problem. Das wissen wir. Wir wissen, dass dahinter der nächste Typ ist. Okay. Rosie, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal YOLO. Alles klar. Hab ich befürchtet. Du heilst mal bitte, Alicia. Gern geschehen. Was, so wenig? Oh. Warum so wenig? Oh, that's quite bad. Du musst sterben. Dringend. Okay. So, da hinten ist jetzt noch einer, den muss Alicia jetzt irgendwie selbst töten. Ich habe noch 3 Sterne, um diese Basis einzunehmen. Ich muss diese Basis einnehmen. Das ist das Einzige, was muss ich in der ersten Runde schaffen. Das ist unbedingt notwendig. 4 Schüsse. Oh, Moment, 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 nein, nein, nein. Nein, es tötet ihn nicht. Nein! Oh, shit.
Scheiße. Okay. Das tötet ihn nicht, aber das ist okay. Das ist okay. Kriegen das hin. Oh nein, wir hätten weiterlaufen müssen. Nein. Double Movement. Und genau in dem Moment kriege ich Double Movement. Wie geil ist das denn? Das ist eine neue Fähigkeit von Alicia, die mich gerade unheimlich glücklich macht. Weil wir haben dann einfach mal den kompletten Laufbalken wieder voll. Das ist mal mehr als geil. So, wir haben das erste Camp occupied. Jetzt möchte ich mal eben tatsächlich was wissen. Ich würde gerne mal eben was... Das, ach nee, jetzt muss ich... Ach nee, jetzt gerade kann ich das gar nicht. Jetzt könnte ich weiterlaufen. Jetzt ist die Frage. Moment, das muss ich überlegen. Können wir die Karte sehen? Bitte die Karte. Map da. Jetzt haben wir das erste Camp. Das Problem ist, da vorne steht ein Typ. Aber ich könnte auch außen rumlaufen. Ich habe jetzt Double Movement, das ist halt super geil. Shit. Um zu sterben. Ist das super geil. Okay. Ich würde gerne hier speichern. Kann ich das? Das möchte ich gerne wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert. Ich würde gerne hier saven. Einfach, ich habe die erste Basis. Override. Boom. Und ich möchte gerne jemanden hier haben. Und zwar... ein Stormtrooper, ne? Wer ist denn Edi? Oder hat die eine Desert-Allergie? Country Redbone Leader. Super Damage, Phoenix, Underbottle Shot, Miniskills. Edi. Alicia wird jetzt eventuell sterben. Ah, das Problem ist, wenn Alicia stirbt, dass sie gleich mitgenommen wird, oder? Moment mal, greifen die nicht an? Ich bin dran. Ist das geil. Sehr schön. Perfekt. Warte mal, was? Enemy Clear Impact Rocket, was? Moment. Wo wird geschossen? Das irgendwo, wo wird eingeschlagen? Irgendwo, ja. Okay, keiner weiß wo, alles klar. Ich möchte zuerst den weg. Edi. Wunderbar. Danke, Edi. Okay, ich gebe zu, das ist jetzt ganz schlecht für mich. Moment, ich muss mal eben kurz irgendwie Unterstützung schicken. Moment mal eben. Scheiße. Moment. Wir kriegen das hin. Strong Wild, wunderbar. Was ist das? Mehr Schaden oder was? Mehr SP? Whatever, wir killen auf jeden Fall alles, was jetzt hier ist. Oder war noch ein Kommando, ein weniger. Sehr schön. Okay, bevor jetzt Edi stirbt. Rosie muss jetzt eine Granate werfen. Stopp! Zwischen die beiden. Scheiße, das reicht nicht. Jetzt, Rosie, nicht sterben! Genau zwischen die beiden. Hier hin. Sauber. Rosie, rette dich. Ja, end. Oh Gott, Glück. Okay, alles gut. Alicia, du musst den einen töten. Den zweiten übernimmt Edi. Well, close, but nope. That's bad. That's seriously bad. Das ist jetzt ganz schlecht. Schnell, direkt abbrechen. Nein, direkt abbrechen. Sehr schön. Weil, oh Gott. Ich gehe.
Okay. Edi, du musst jetzt treffen, ansonsten gibt's Probleme. Was? Warum? Ach, das so wenig Schaden. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen... Halt! Halt, warum? Das ergibt keinen Sinn. Stirb! Danke! Holy shit! Nein, jetzt komme ich da nicht hin. Ich glaube es nicht. Komm schon, Edi. Du musst da echt jetzt hinlaufen. Danke, Occupy. Wunderbar. Okay. Wir kriegen das hin. Also mit stärkeren Leuten ist das echt alles ein wenig einfacher. Achso. Jetzt kann ich endlich ordern. Oh, ja. Welkin has arrived. Dankeschön. Wo ist er denn jetzt? Wenn ich fragen darf. Nein! That's bad. That's quite bad. Mazui! Valkyria ga kita ka! あの時の借りを返させてもらうぞ。ゲンタシュイ、バルキリアはどうやらこちらの本拠点を狙っているようだ。バルキリアと共に戦うのは危険です。どうしますか？よし。今まで通り攻勢を続けるのだ。敵の本拠点を落とせば奴も引くかもしれん。敵の本拠点を落とすのと 我々の本拠点が落とされるのと、どちらが早いか勝負だ。バルキリアを倒すのは不可能だろうが、戦車砲などで攻撃し、ひるませてみるのだ。平原中央部にはいくつかくぼみが点在している。そこに戦車を隠しながら攻撃してみてくれ。わかりました。なんとかやってみます。 Gut. Okay. Okay. Ja. Rosie? Du rettest mal eben Alicia, please. Kämpfe bitte. Ich gehe jetzt. Hilf mir, bitte. Ich bitte. Nee, den mache ich nicht auf mich aufmerksam. Ich verstecke mich hier. Big Sister? Was bringt das? Okay, ich habe ein Riesenproblem. Juno, Nancy. Nancy. Buck and Rock. Oh. End the scorn face, yeah, please. Oh my gosh. Okay. Ich hab keine Ahnung, was sie jetzt tun wird, aber ich hab jetzt schon Angst davor. Mitten auf dem Feld! バルキュリアの攻撃か。あんなものを食らったらひとたまりもないぞ。警戒して進む必要があるな。よし、塹壕に隠れながら敵拠点を目指そう。よ。 Schieß doch nicht auf die Edelweiß, du Arsch.
Der Tank steht auch einfach mal mitten da drin. Eiskalt. Das ist ja vollkommen unfair. Hallo? It's called completely unfair. Fick dich, Spiel! Ich hatte ja nicht mal die Chance, die Tanks in Sicherheit zu bringen. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Also, sorry, aber... What the fuck? What the fuck? Das war ja mal... so hardcore unfair.